Ja, dann waren ja meine letzten Wochen im Haus bei Aaron. Ich sag, ich war topfit, frische Beziehung. Der Mama und Papa habe ich wieder Kontakt, zu Mama sehr guten. Wir haben uns ausgesprochen. Den Alten lerne ich gerade kennen. Alles ganz cool eigentlich. Dann gab es ein Ding, da war ich mit Frank und dem Willi unterwegs und Willi hat getrunken und hat uns aber gefragt, nicht ob wir mitmachen, sondern ob das okay ist und ob wir dicht halten. Frank und mir, ist mir doch scheißegal, trink doch was, ist mir doch Latte. Trink auf jeden Fall am besten was, was man nicht riechen kann oder weniger riechen kann, Wodka oder sowas. Ja, okay, kein Problem. Ja, und was passiert? Willi hat es aufgemacht. Und hat aber aufgemacht, dass wir es wussten. Was für ein Arschloch. So, also, ja. Also, damals konnte ich solche Gewissenskonflikte gar nicht nachvollziehen. Was ist mit dir los, Junge? Fragst uns erst, ob wir die Fresse halten. Wir sagen ja und dann scheißt du uns an oder was? Bloß weil du hast getrunken, nicht wir, du Ochse. War schon Hammer. Ja, und weil ich Hausältester war, ging mir das gar nicht durch. Die Gruppe hat entschieden, ich muss das Haus verlassen, aber es war 11, 10, 11, 12 Tage, 9 Tage vor meinem regulären Entlassungstermin. Und ich war ja schon am Wohnung renovieren in der Mellerstraße. Frank haben sie daraufhin zurückgestuft, ich habe mich eingesetzt noch, wir haben noch die Gruppe fertig gemacht und ich habe gesagt, ich ziehe aus. Und Frank ist zurückgestuft worden in Stufe 0, genau. Und er hat nochmal von vorne angefangen. Heißt 3 Monate Kontaktsperre, 30 Mark Taschengeld und 0 Begleitung den Hof verlassen. Hat ihn voll angekotzt. Ja, und ich bin ausgezogen. Ja, und das Büro hat mir netterweise mein Entlassungsdatum in meine Richtung verändert, positiv für den Staatsanwalt. Ich habe bis auf den letzten Tag war ich da und guck. Das haben die noch für mich gemacht, weil, wie gesagt, 18 Monate und dann wegen 11 Tage wieder im Bau gehen. Außerdem habe ich ja nicht getrunken. Also, das hätten die auch mit ihrem Gewissen vermutlich nicht vereinbaren können. Die schicken den in den Knast, weil Willi getrunken hat. Was ist das für eine Nummer? Ja, das war, glaube ich, auch überhaupt kein Thema, dass die das gemacht haben. Das war fast selbstverständlich, glaube ich, da. Ich muss da nicht groß für labern. Das haben die einfach gemacht. Wo ich heute auch noch sehr dankbar für bin. Ich habe mich aufgeregt, also ich habe die Angst gefühlt oder so, oh, mir wird ein zieht einer den Boden unter den Füßen weg. Hatte ich nicht. Ich hatte totales Unverständnis, was hier gerade passiert. Sag mal, bist du behindert oder was? Du hast mich vor 2 Stunden gefragt, ob ich das für mich behalte. Und jetzt haust du alles selber raus, machst eine Gruppe ohne. Warum, Mann? Du hast was getrunken. Dein schlechtes Gewissen ist doch Strafe genug. Mann, geh im Zimmer schämlich. Was jetzt hier der 2 Mann noch voll Ärger bereiten? Also, wir haben beide den Staatsanwalt im Nacken. Bist du dumm oder was? Kann ich gar nicht nachvollziehen. Ne? War ja echt richtig ärgerlich, ne? Und musste lachen gleichzeitig, weil, Alter, wie dämlich, Alter. Empfinde ich heute noch als dämlich. Heute weiß ich, was ihn bewegt hat und kann es einigermaßen nachvollziehen, kommt mir trotzdem nicht in die Tüte. Ehrlich nicht. Also, so ein Quatsch. Wenn ich was mache und jemand anders als Mitwisser da ist, dann gehe ich doch nicht los zu dem Bullen und scheiß den an. Ich war doch derjenige, weißt du, wie dumm ist das denn? Naja, aber Therapie passiert so ein Scheiß. Steckst du nicht drin in den Köpfen der anderen. Ja, vor allem dieses Therapie-Pflichtbewusstsein aufmachen, das ist alles ein Schritt zur Genesung. Mann, das ist Bullshit, Junge. Meinst du, das Ding ändert jetzt irgendwas an deinem Konsumverhalten? Bloß weil du das gehandelt hast. Guck mal, wie viel Scheiße dir dann am Nacken hängt. 2 Jungs haben voll Hals auf dich, du Idiot. Die ganze Gruppe ist so hin und her gerissen. Völlig, weißt du, so total dämliche Aktion, Junge. So denkt jeder, aber die Regeln sagen was anderes. Mann, scheiß auf die Regeln. Das ist einfach nur eine hohle Fotzenaktion, Junge. Was scheißt du mich an? Du hast doch getrunken. Sag doch, ich hab getrunken. Ja und? Weiß ich nichts von. Interessiert mich nicht. Hau rein, wenn dein schlechtes Gewissen dich so drückt. Weißt du? Also da denke ich doch eher dann noch an den Betreffenden. Alter, was hat der Staatsanwalt im Nacken? Nee, mache ich nicht. Punkt aus. Selbst wenn er nicht mal ein Zuhause hat und kein Staatsanwalt im Nacken hat, also wenn er nur einfach nicht weiß, wohin dann. Nein, mache ich nicht. Mach ich nicht. Kann ich nicht nachvollziehen, so komische Sachen. Naja, wie auch immer, das war meine Entlassungszeremonie dort. Auf die Baustelle bin ich dann gezogen in der Mellerstraße. Es war ja nichts Halbes, nichts Ganzes, noch nicht.
Der mag uns ja eigentlich und ist ja eigentlich auch ein lieber Kerl, wir mögen den ja auch. So, das war noch einer der vernünftigsten, der schreiende Tischlermeister. Auch im entsprechenden Alter, der konnte richtig arbeiten, genau auch mit meinem Werkstoffholz, wenn ich was mache mit Holz. Und so, dem war ich schon so. Und also, ja, deswegen, Willi, trink, wenn du willst. Mach, was du möchtest. Ich behalte es für mich. Ich weiß von nichts, mein Name ist Hase. So, und ich war schon enttäuscht, klar. Er vertraut mir. Er hat mich gefragt nach Vertrauen mit dieser Frage. Behältst du das für dich? Ja, behalte ich für mich, kannst mir ruhig vertrauen. Und dann bringt er so eine Nummer. 2 Stunden später, was soll das? Verstehe ich nicht. Hat der Turn nachgelassen oder was? Leg doch nochmal nach. Ich sag's auch keinem. Im Grunde ist das auch von mir Assi-Verhalten. So, ich müsste ihn eigentlich sagen, ey, Willi, mach das lieber nicht. Habe ich vielleicht auch dazu gesagt, weiß ich gar nicht genau. Auf jeden Fall, das letztendlich war der wie nennt sich das in der Therapie? Vertrag machen. Wir hatten einen Vertrag. Er hat getrunken und ich behalte es für mich. Das war unser Vertrag. Verstehe ich nicht, warum er dem bricht. Das ist ganz einfach. Nichts sagen. Oder wenn nur was dich betrifft, dann habe ich doch gar kein Problem mit. Aber dass er dazu gesagt hat, dass Frank und ich das wussten, das fand ich schon. Das hat mich enttäuscht. Ach, für mich war doch alles gut im Grunde. Ich wollte sowieso gerade ausziehen. Weißt du, für Frank war das viel ärgerlicher und für Willi dadurch auch, weil Frank im Haus bleibt jetzt. Und zwar auf Stufe 0, der hat einen konstanten Halt in den nächsten 3 Monate. Auf dich, weil du bist der Grund dafür. Der sieht, weißt du, guck dich an, dann bist du nur noch Grund auf 2 Beinen.